Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe. Ja, und jetzt haben wir es, das Jahr 2018. Und was macht man zu Beginn eines Jahres? Na klar, man schaut erstmal zurück. Und heute machen wir das, was wir immer zu Beginn eines Jahres machen, denn wir schauen mal auf die Performance des vergangenen Jahres hier im Optionshandel. Wenn wir uns das Jahr 2017 anschauen, dann war das natürlich ein spezielles Jahr. Ne? Das könnte man schon so sagen, es war ein spezielles Jahr. Auf der einen Seite, lasst uns mal anfangen mit den Aktienmärkten, hatten wir sehr, sehr stabil laufende Aktienmärkte. Die Aktienindizes sind hervorragend gelaufen. Der Nasdaq über 30%, der S&P über 20%. Die Europäer ein bisschen geschwächelt, aber auch die positiv. Und was natürlich aber das ganz Besondere war für uns Optionshändler in den Aktienmärkten, und das sieht man, glaube ich, hier auch in diesem allerersten Chart, den ich euch hier einblende, das ist natürlich, dass im Grunde genommen das ganze Jahr kaum von Volatilität geprägt war. Der VIX, der Volatilitätsindex, ist über 20% gefallen, und gerade derjenige, der jetzt Aktienoptionen gehandelt hat, besser gesagt, wer Aktienoptionen verkauft hat, der sollte auch entsprechend wenig zu tun gehabt haben, sprich also wenig Adjustierungen werden notwendig gewesen sein, und so sollte eine recht vernünftige Performance in 2017 vorgelegen haben. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir starten mal mit dem Konto, was wir hier auch nutzen für unser Webinar Optionshandel für kleine Konten. Und das seht ihr hier jetzt auch mal eingeblendet in diesem Performance war 18,84%. Also machen wir es glatt, kommen wir runden mal ein bisschen auf knapp 19% Performance. Und das ist also, denke ich, eine ganz vernünftige Performance. Und wenn ihr hier mal seht, auch im nächsten Chart, beziehungsweise dargestellt, das alles natürlich, das wisst ihr, ist aus den Kontoauszügen der Broker, also von in dem Fall jetzt von hier, von IB. Und da seht ihr das also, dass auch die Performance-Kurve recht glatt verlief. Unser größter Drawdown, den wir hier im Konto hatten, der lag bei 3%. Jetzt ist ja dieses Konto ein Konto, was regelmäßig bespart wird, und dadurch kann ich auch ein ganz klein wenig aggressiver vorgehen in diesem Konto, also ein bisschen mehr als vielleicht in einem anderen Konto. Warum? Naja, weil ich da natürlich weiß, es kommt ja permanent neues Geld dazu. Aber auch wenn man jetzt ein Konto nimmt, was nicht regelmäßig bespart wird, und da zeige ich euch jetzt hier mal noch einen weiteren Kontoauszug, und zwar das ist der ein Aktienkonto, was wir nutzen im Konto oder in unserem Coaching, besser gesagt, wo wir aber auch ausschließlich Aktienoptionen handeln. Und da seht ihr auch jetzt hier eine Performance von roundabout 16%, die wir gemacht haben. Also auch hier mit Aktienoptionen, 2017 war ein gutes Jahr, da konnte man auf jeden Fall gutes Geld verdienen. Und bevor wir jetzt zu den Future-Optionen kommen, gleich auch mal ein Ausblick aufs Jahr 2018. Wir sollten natürlich nicht davon ausgehen, dass es genauso weitergeht. Ne? Und damit meine ich jetzt gar nicht mal, dass die Aktienmärkte jetzt etwa einbrechen oder dass es jetzt einen Trendwechsel gibt. Aber diese vor allen Dingen sehr, sehr geringe Volatilität, dass es kaum Rücksetzer in den Aktienmärkten gibt, dass es kaum etwas zu tun gibt, das ist wirklich außergewöhnlich gewesen. Und wir sollten also nicht glauben, dass wir diese glatten Kurven wieder hinbekommen. Wir sollten davon ausgehen, dass es immer mal wieder Rücksetzer auch geben wird, dass es Volatilitätsanstiege geben wird. Und das heißt, dieses Jahr werden wir wahrscheinlich, gerade was die Aktienoption angeht, etwas mehr tun müssen, um eine vergleichbare Performance wieder erreichen zu können. So, kommen wir mal zu den Future-Optionen. Future-Optionen ging am Anfang des Jahres recht gut los, aber dann hat man gemerkt, es war kein einfaches Jahr für die Future-Optionen. Woran lag es? Naja, auf der einen Seite hatten wir auch hier kaum Volatilität, und nichtsdestotrotz gab es aber hier schon immer mal wieder schnellere Sprünge. Ne? Also hier ist die Volatilität dann doch immer mal zwar auf sehr niedrigem Niveau, aber dann doch mal sehr schnell wieder angestiegen. Gerade auch in den letzten zwei Monaten des Jahres. Allein in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester ist die Volatilität im Gold um 30% angestiegen. Im Öl ist sie um über 20% angestiegen. Sehr, sehr niedrige Niveaus, ne? Aber das macht sich natürlich bemerkbar. Und deswegen, ich persönlich fand den Handel mit Future-Optionen im Jahr 2017 durchaus anstrengend. Ne? Man ist immer so ein bisschen mit angezogener Handbremse gefahren, immer nur kleine Positionen, rein gefühlsmäßig. Wir sind gerade auch dabei, das noch statistisch auswerten, musste man auch viel, viel häufiger adjustieren. Und
Deswegen war also der, wenn man die beiden Sachen vergleichen würde, Aktien und Futures, war dieser der Aktien oder letztes Jahr der Aktienhandel definitiv einfacher als der Futurehandel. Aber schauen wir uns an, was ist rausgekommen. Nächster Chart, das ist unser Konto, was wir im Coaching nehmen. Und ich habe es gesagt, wir sind gerade im Drawdown. Wir liegen jetzt ungefähr 4% unter unserem Hoch und haben das Jahr mit 8,51% abgeschlossen. Und 8,51%, das ist jetzt nicht überragend, ne? Das ist okay, das ist in Ordnung, aber es ist jetzt nicht überragend. Man darf eins nicht vergessen, das ist auch ein Konto, was wir mit sehr, sehr geringen Risiken fahren, ne? Also unsere Positionsgrößen liegen hier zwischen 0,3 und 0,5%, also sehr, sehr gering. Und was man nicht vergessen darf, dass einen sehr, sehr großen Einfluss im letzten Jahr hatte der Euro-US-Dollar-Kurs. Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar um 14% angestiegen und das bedeutet, dass wenn du eben Dollars einnimmst, dass die aber permanent weniger wert werden. Das heißt, du hängst immer so ein bisschen hinterher. Und um nur mal zu zeigen, was das für einen großen Einfluss haben kann, habe ich hier mal noch einen weiteren Kontoauszug. Das ist auch ein Konto, was wir gehandelt haben. Dieses Konto unterscheidet sich vom vorherigen in zwei Punkten. Nummer eins, es wird ein ganz klein wenig aggressiver gehandelt. Und Nummer zwei, es ist in Schweizer Franken notiert. Und der Schweizer Franken hat gegenüber dem US-Dollar im letzten Jahr eben nur 4% zugelegt und eben nicht 14 wie der Euro, ne? Und da seht ihr hier, plötzlich haben wir hier eine Performance stehen von knapp 19% in 2017, ne? Also wo man fast schon wieder auf dem Niveau ist, was wir mit den Aktien oder ja, eigentlich auf dem Niveau, was wir mit den Aktien erreicht haben. So, und das war also jetzt quasi hier mal Butter bei die Fische. Was habe ich für mich persönlich, was nehme ich aus dem Jahr 2017 mit? Ich fange mal an mit dem Positiven. Es war mein 11. Jahr in Folge, wo ich alle Konten mit Gewinn abgeschlossen habe. Es gab kein einziges Konto mit Minus. Das macht mich sehr, sehr froh. Klar, es gibt immer mal so kleine Punkte, wo du sagst, das hätte man besser machen können, das hätte man besser machen können. Das ist jetzt für mich mittlerweile das Schöne, ich habe keine Strategieüberlegung mehr, wo ich sage, oh, musst du grundsätzlich was umstellen, sondern die Strategien, die stehen, die funktionieren. Das war auch letztes Jahr wieder der Beweis, dass sie funktionieren. Man kann immer ein bisschen an Details arbeiten, ne? Und da wird man ja auch das ein oder andere noch, werden wir hier auch noch besprechen, worauf man eben achten sollte. Es ist, glaube ich, sehr, sehr gut, wenn man beide Märkte handeln kann, also sowohl die Aktienmärkte als auch die Future-Märkte. Wie gesagt, wer ein kleineres Konto hat, wird automatisch bei Aktienmärkten bleiben. Aber ihr solltet jetzt nicht den Fehler machen und solltet sagen, na siehst du, Aktien sind ja viel leichter. Ich bleibe immer bei Aktien und schaue mir Futures gar nicht an. Futures können auch sehr, sehr spannend sein und dieses Jahr kann das Ergebnis umgekehrt sein, dass dieses Jahr die Future-Märkte vielleicht uns bessere Performance bringen als die Aktienmärkte. Und das sieht man aber auch wieder, gerade hier in unserer Facebook-Gruppe haben ja ganz, ganz viele Teilnehmer ihre Kontoauszüge auch gepostet. Riesen Dank an dieser Stelle, das habt ihr großartig gemacht. Und das sieht man aber auch, man kann die Performance eben auch schwer vergleichen. Ne? Der eine hat ein bisschen mehr Risiko, der andere ein bisschen weniger. Der eine hat etwas mehr Aggressivität an den Tag gelegt, der andere etwas weniger. Die Konten sind unterschiedlich groß, die Währungen sind unterschiedlich. Aber man sieht, Optionsverkauf hat im letzten Jahr wieder hervorragend funktioniert. Ich bin mir auch sicher, es wird auch dieses Jahr wieder funktionieren. Und wir werden dann also heute in einem Jahr, so ungefähr, auch mal wieder auf die 2018er Ergebnisse schauen. Und zwischendurch sehen wir uns natürlich hier noch ganz, ganz häufig hier auf diesem Kanal. Wenn ihr Fragen noch habt zur Performance, wenn ihr irgendwas noch wissen wollt, ne, dann schreibt mir das in die Kommentare. Schreibt auch mal, wie war denn euer Jahr so? Fandet ihr es leicht? Fandet ihr es schwierig? Und dann sehen wir uns schon wieder hier beim nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.